Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Patent-Podcast. Mein Name ist Friederike Stephan, ich bin deutsche Patentassessorin und European Patent Attorney. Ich mache Patent-Kauderwelsch verständlich und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ich wollte mich zuerst einmal bedanken für über 5000 Downloads meines Podcasts. Das bedeutet mir sehr viel und ich freue mich, dass ich mit meinem Podcast einigen Menschen weiterhelfen kann oder zumindest eine interessante Zeit bescheren kann. Ich freue mich natürlich auch weiterhin, wenn du meinen Podcast hörst und wenn du ihn magst, dass du ihn weiterempfiehlst, dass du mich weiterempfiehlst und natürlich auch, wenn du einiges davon in deiner Praxis umsetzen kannst. Ich habe heute wieder ein Interview für dich und zwar habe ich den Herrn Lederer interviewt, der ist Patentanwalt und European Patent Attorney aus München und er beschäftigt sich vorwiegend mit der Patentierung von Software und AI, also Artificial Intelligence, ein super spannendes Thema, bei dem ganz, ganz viel passiert momentan auch. Und er berichtet so ein bisschen aus seiner Praxis. Er klärt auf über die Mythen, die es in dem Bereich gibt. Er gibt Tipps für Unternehmen und erzählt auch ein bisschen über die Herausforderungen, die Unternehmen haben. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit diesem Gespräch. Hallo Herr Lederer, ich freue mich sehr, dass Sie heute in meinem Podcast zu Gast sind, weil Sie auch ein ganz spezieller Patentanwalt sind. Sie haben sich nämlich auf Software- und AI-Patente spezialisiert. Können Sie sich gerade vorstellen und ein bisschen was dazu sagen? Ja, hallo Frau Stephan, danke, dass ich hier sein darf. Mal zu mir selbst was zu sagen ist immer etwas schwierig, aber ich komme aus Rosenheim ursprünglich, habe in München dann auch studiert, Informatik, Nebenfach Statistik. Habe meine Diplomarbeit in einem Unternehmen geschrieben und habe dann aber zufällig erfahren von einem Kollegen, dass man Patentanwalt werden kann, wenn man Informatik studiert hat. Und das habe ich dann 3 Wochen später tatsächlich direkt angefangen. Wow, das ging dann ja ganz schön schnell, die Entscheidung. Also das muss sie ja irgendwie gehuckt haben, sagt man auf Englisch. Definitiv. Also diese Kombination von, ich sage, administrativen, verwaltungsrechtlichen Themen, zusammen mit der technischen Seite, das war so, wie man so schön sagt, Faust auf Auge. Wow, cool. Ja, das freut mich irgendwie für Sie. Und ich finde das auch immer toll, wenn das bei Menschen so wie so ein Fingerschnipsen dann gerade passt und die das gefunden haben, was sie gern machen möchten. Finde ich richtig gut. Genau, Sie haben sich ja jetzt auf Software- und AI-Patente spezialisiert. Das ist ja sehr einzigartig fast. Also wie viele gibt es denn davon überhaupt in Deutschland, Patentanwälte und oder weltweit vielleicht auch, weiß nicht, wie viele Sie dazu sagen können, aber ich glaube, in Deutschland gibt es ja nicht so viele. Naja, also was heißt spezialisiert? Ich habe halt Informatik studiert und das ist quasi das technische Gebiet, das ich vorrangig bearbeiten kann. Theoretisch darf jeder Patentanwalt alle Patente bearbeiten. Ich selbst würde mir aber nie zutrauen, irgendwelche chemischen Formeln oder pharmazeutische Produkte zu erörtern, weil mir dafür einfach das Vokabular fehlt und auch die technische Ausbildung. Als ich die Ausbildung zum Patentanwalt angefangen habe, 2007, war allerdings völlig unklar, ob Informatik überhaupt als zugelassenes Grundlagenfach für die Ausbildung zum Patentanwalt zugelassen ist. Und das waren damals immer Einzelfallentscheidungen, ganz im Gegensatz zu den klassischen Fakultäten, aus denen die Patentanwälte klassischerweise kommen. Physik, Biologie, Chemie, Maschinenbau, E-Technik, da ist unzweifelhaft eine Zulassung in der Regel möglich. Und bei Informatik war tatsächlich damals immer eine Einzelfallentscheidung durch das Deutsche Patent- und Markenamt notwendig. Und man musste denen argumentieren, dass man technische Inhalte im Studium hatte. Und das war natürlich damals spannend, ob das funktioniert oder nicht. Aber bei mir hat es funktioniert. Ich war auch nicht der Erste. Und ich bin auch nicht der Letzte. Wobei man damals, als ich das Studium abgeschlossen habe, 2007, hat man mir dankenswerterweise den Diplom-Informatiker verliehen. Und da konnte man im Patentregister immer schön schauen, ja, wer ist denn hier Diplom-Informatiker? Seit der Bologna-Reform, wo jetzt die Kolleginnen und Kollegen immer nur noch, in Anführungszeichen, nur noch den Bachelor und den Master of Science oder of Engineering erhalten
kann man das natürlich nicht mehr so abzählen wie früher. Hm. Die Schätzung liegt aber bei circa 40, 50 oder vielleicht sogar 60 Kolleginnen und Kollegen, die einen Master-Level-Abschluss im Fach Informatik vorweisen können. Und bei der letzten Jahresberichtszahl, die das Deutsche Patent- und Markenamt herausgegeben hat, waren am Ende des Jahres 2021 4.099 Kolleginnen und Kollegen zugelassen. Und das würde bedeuten, dass es zwischen 1,2 und 1,4% der Patentanwältinnen und Patentanwälte gibt, die einen Abschluss in Informatik haben. Und halt abgesehen, oder das bezieht sich jetzt auf die deutschen Kolleginnen und Kollegen, wenn man dann die europäischen Patentanwältinnen und Patentanwälte mit betrachtet, dann ist diese Zahl wahrscheinlich etwas größer, aber damit kann man als deutscher Unternehmer in der Regel ja nicht viel anfangen. Man will ja einen deutschen Patentanwalt für das deutsche Patent- und Markenamt. Ja, damit sind sie was Besonderes. Und es ist ja auch ein super, super spannendes Feld, in dem sie da sind, weil sich das immer wieder weiterentwickelt. Und es ist auch noch ganz viel Aufklärungsbedarf irgendwie noch gerade in dem Feld wichtig. Nämlich eine Sache, die ich immer, immer wieder zu hören bekomme, ist, ja, es ist fast so wie so ein Mythos, dass Software gar nicht patentierbar sei, aber dann gäbe es sie ja gar nicht, wenn das so wäre. Und das hören Sie ja bestimmt auch ziemlich oft. Was würden Sie denn dazu sagen? Ja, ich höre das nicht ziemlich oft, aber ich weiß, dass es in den Köpfen drinsteckt. Deswegen kommen wenige oder nicht so viele oder nicht alle aus ihrer Unternehmenskultur heraus und wollen Patente in diesem Bereich haben. Aber es stimmt, das, was Sie gesagt haben, Softwarepatente sind oder man kann Software nicht patentieren, ist ein ja quasi ein Mantra, das sich so durchgesetzt hat. Und das ist eigentlich schade, weil der Begriff Softwarepatent ist auch so in keiner gesetzlichen Grundlage enthalten. Der Begriff wurde damals von der Free Software Foundation geprägt und genutzt, um die, wie wir sie nennen, computerimplementierten Erfindungen ins politische Abseits zu stellen. Und das scheint ja gelungen zu sein, weil das ja nach wie vor präsent ist. Aber ausgehend von der Prämisse, dass jede Algorithmik, also jede Softwarekalkulation ja auch durch eine elektronische Schaltung in Hardware zu realisieren ist, kann man im Regelfall jede Erfindung, also dieselbe Erfindung, die der Schaltung zugrunde liegt, eben auch in einem Computer implementieren. Und deswegen wird bei uns eben von computerimplementierten Erfindungen gesprochen. Allerdings muss man auch gleich dazu sagen, es gelten für dieses Gebiet für die computerimplementierten Erfindungen die gleichen gesetzlichen Vorschriften wie für alle anderen. Das heißt, Ottomotoren, Schrankscharniere, pharmazeutische Produkte und Besenborsten müssen sich also an den gleichen rechtlichen Grundlagen orientieren, die da beinhalten, dass jede Erfindung, also auch die, die im Computer implementiert ist, eine technische Aufgabe mit technischen Mitteln lösen muss. Und da wird es halt manchmal schwierig, wenn man Software nimmt, die zwar neu und noch nie da gewesen ist, aber die sich halt nicht mit einem technischen Problem beschäftigt, sondern nur um ein Beispiel zu nennen, eine finanzielle Transaktion durchführt. Und das ist dann eben das, was wir als Geschäftsmodell oder eine geschäftliche Tätigkeit bezeichnen. Und das ist ausgeschlossen von der Patentierung. Ja, Sie haben es jetzt gerade schon angerissen. Worauf muss man denn dann genau achten, wenn man Software oder AI patentieren möchte? Ja, die Abgrenzung zum Geschäftsmodell ist manchmal sehr schwierig. Also, dass viele Leute kommen auf uns zu und sagen dann, ich habe da eine neue App erfunden. Und dann guckt man sich das an und dann ist natürlich erstens die Feststellung, dass sie den Code gar nicht selber programmiert haben, sondern das in Auftrag gegeben haben. Und die Funktion, die die App hat, ist salopp gesagt, Daten rumschubsen. Und wenn man Daten von A nach B transferiert und diese Daten möglicherweise auch gar keinen technischen Inhalt haben, sondern Personendaten sind, dann habe ich hier keine technische Aufgabe, die gelöst wird. Und das macht es dann sehr schwierig. Und nur weil ich etwas mit Software mache, was vorher noch keiner gemacht hat, ist es halt auch nicht patentwürdig. Das ist auch eine oft angeführte Beanstandung der Prüfer.
dass man sagt, das ist jetzt eine gedankliche Tätigkeit, die man halt in Software umgesetzt hat, aber kein technisches Problem löst. Und besonders in unserem Bereich geht es eben oft um diese sogenannte Technizität. Ich muss eine technische Aufgabe mit technischen Mitteln lösen. Das Dumme an der Geschichte ist nur, dass weder das Gesetz noch irgendwelche Beiwerke wirklich definieren, was technisch ist, weil der Begriff Technik nicht wirklich definiert ist. Und man kann sich dann nur an der Erfahrung des Patentanwalts orientieren und auch an den wenigen, aber doch vorhandenen positiven und negativen Beispielen aus der Rechtsprechung, die auch dann in den Richtlinien der Ämter Niederschlag finden. Und da heißt es eben zum Beispiel, dass generell nicht technisch sind wissenschaftliche Theorien und Entdeckungen, genauso wie mathematische Methoden, die Wiedergabe von Informationen und das, was wir vorher schon gehabt haben, gedankliche Tätigkeiten und geschäftliche Tätigkeiten. Und wenn man in die Richtlinien reinschaut, dann gibt es da aber auch Beispiele für technische computerimplementierte Erfindungen. Und da sind zum Beispiel angegeben digitale Audio- oder Videoverbesserungen und Analyse, Personenerkennung im digitalen Bild, auch die Trennung von Quellen in Sprachsignalen, also Spracherkennung und die Zuordnung von Sprachinput und Textoutput. Also Diktiersysteme zum Beispiel. Auch Verschlüsselung und Entschlüsselung oder Signieren wird generell als technisch betrachtet. Und letztlich auch zum Beispiel Optimierung einer Lastverteilung in einem Computernetzwerk. Das ist auch in der Regel technisch. Und wenn man die verschiedenen technischen Systeme betrachtet, dann, und jetzt steigen wir schon ziemlich tief ein, kann natürlich die eine Anwendung des gleichen Algorithmus technisch sein und in einem anderen Kontext nicht. Also wenn ich beispielsweise eine Objekterkennung im Aufprallassistenten eines Autos habe, dann ist das bestimmt eine technische Lösung, weil es hier um Kraftfahrzeuge geht. Wenn ich aber die gleiche Erkennung einsetze, um Hundebilder zu klassifizieren, dann habe ich vielleicht kein technisches Problem. Das muss man dann im Detail sehr genau untersuchen. Ja, super spannend. Auch gerade, was Sie gesagt haben, dass es da ja gar nicht so viele Informationen noch gibt und dass man sich da auch zum Teil auf die Erfahrung des Anwalts ja verlassen muss, wollte ich gerade sagen, ne? Also da haben Sie als Anwalt ja auch, ja sammeln Sie ja wahrscheinlich dann immer wieder Input, das den Sie verwenden können, um dann die Anmeldung richtig zu platzieren. Ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Das ist in den anderen Feldern, wenn man jetzt so Maschinenbau oder die Chemieanmeldung anschaut, ist das ja eher nicht so. Wie sieht es denn im internationalen Kontext aus? Jetzt haben wir ja so ein bisschen mehr über Deutschland und Europa gesprochen. Gibt es denn zum Beispiel irgendwelche Länder, die sagen, nee, also wir schließen so Software komplett aus, auch wenn da die Technizität so ein bisschen dran hängt, aber wollen wir nicht? Also generell kann man sagen, dass gerade Deutschland und die Arbeit vor dem Europäischen Patentamt sehr ähnlich ist. Die gleichen grundlegenden Prinzipien existieren am Schluss. Und am Schluss, damit meine ich dann, wenn Patente verteidigt oder angegriffen werden, in der Verletzung oder in der Nichtigkeit, da klafft es manchmal ein bisschen auseinander. Aber die Prüfungsverfahren sind sich sehr ähnlich. Ich will nicht sagen identisch, aber man kann in der Regel beides auf eine Ebene setzen ungefähr. Auch die Schweiz und Österreich sind da auf ähnlicher Stufe, sage ich mal. Zu vielen anderen Jurisdiktionen kann ich kaum tatsächlich was sagen, weil ich vor denen nur selten bis noch nie gearbeitet habe. Und der einzig wirklich große Ausreißer, den aber auch die meisten kennen, ist natürlich die USA. Denn in den USA hat man nicht diese Einschränkung und Patentausschlusskriterien, denn dort sind ganz gezielt auch computerimplementierte Geschäftsmethoden patentierbar. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Jetzt haben wir vorhin schon einen Mythos angesprochen, ne, dass Software gar nicht patentierbar sei. Gibt es denn noch weitere Mythen, die Sie immer mal wieder hören oder die Sie wissen, dass sie existieren und zu denen Sie was sagen können? Naja, die Erfahrung zeigt, dass viele kleine Unternehmen und Einzelerfinder logischerweise, und das ist gar keine Kritik, mit sehr wenig Hintergrundwissen an das Patentwesen herangehen beim ersten Mal und
eine der Grundlagen, die man dann immer wieder ausführt, was ja auch ein beliebig komplexes Thema ist, ist, dass es kein Weltpatent gibt. Das heißt, ich muss für jedes Land im Regelfall ein einzelnes Patent erlangen. Und das ist natürlich etwas aufgeweicht, weil es gibt das Europäische Patentamt. Jetzt in Zukunft gibt es dann auch tatsächlich das Patent mit einheitlicher Wirkung. Nichtsdestotrotz habe ich, wenn ich ein Patent anmelde, nicht automatisch Schutz über die ganze Welt. Und das muss man den Leuten dann immer sehr ausführlich klären, weil das ist ein sehr spannendes Verfahren. Man kann dann eine Anmeldung machen, innerhalb eines Jahres Nachanmeldungen machen. Man kann dann Bündelpatente anmelden, wie in Afrika zum Beispiel oder eben in Europa. Und man kann auch einzelne Länder gezielt herauspicken. Das kommt dann ganz darauf an, wo man seine Kunden hat, wo man sein Geschäftsfeld hat, in welchen Ländern man auch durchaus gewillt ist, dann möglicherweise vor Gericht zu ziehen, wenn das Patent verletzt wird. Und letzten Endes, auch das soll man nicht unerwähnt lassen, weil es ja auch sehr wichtig ist, man kann schon über die Weltbehörde des geistigen Eigentums, über die WIPO, ein vorläufiges Prüfungsverfahren führen, das 2,5 Jahre geht in etwa und woraus man dann immer noch alle Patente oder alle Länder abdecken kann. Aber es gibt kein Weltpatent. Grundsätzlich sind Patente von Regierungen national erteilte Schutzrechte. Ein weiterer Mythos, den ich auch immer gerne beleuchte, ist das mit der künstlichen Intelligenz ganz allgemein. Denn wenn man im Patentwesen unterwegs ist und wenn man Patentanmeldungen schreibt, muss man ja darauf achten, dass man sehr klar und eindeutig formuliert und auch die Begrifflichkeiten müssen einen Inhalt transportieren, der eindeutig ist, sodass er vom Prüfer auch korrekt geprüft werden kann und auch in der Verletzung der Verletzungsgegenstand dem Begriff sauber untergeordnet werden kann. Und künstliche Intelligenz ist meines Erachtens halt nur ein Marketingbegriff, unter dem sich erstens jeder was anderes vorstellt und der zweitens auch tatsächlich gar nicht wissenschaftlich definiert ist, was aber nicht an uns liegt, sondern das liegt mehr oder weniger daran, dass der Begriff Intelligenz an sich in der Psychologie auch keine allgemein akzeptierte Definition hat. Und deswegen versuche ich, es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche dann immer von den konkreten technischen Gegenständen zu sprechen, das heißt Computersystem, das auf maschinellem Lernen basiert oder einem neuronalen Netzwerk oder was eben konkret dahinter steckt. Denn KI ist ja inhaltsleer. Und ein weiterer Mythos, der auch da ganz wichtig in diesem Kontext auch ist, man denkt dann, wenn man neu an die Sache herangeht und eine Erfindung gemacht hat, es ist egal, welchen Patentanwalt nimmt. Und das habe ich ja vorher schon gesagt, das ist es tatsächlich nicht. Wenn jemand eine chemische Erfindung gemacht hat, ein neues Lackentfernungsmittel oder so, dann braucht er nicht zu mir kommen, denn ich habe davon keine Ahnung. Und es ist nicht nur der technische Hintergrund, sondern wie ich gesagt habe, auch das Vokabular. Mir fehlt der Zugang, der sprachliche Zugang zu gewissen technischen und wissenschaftlichen Gebieten. Und im Umkehrschluss ist es eben auch so, auch die Informatik hat eine eigene Sprache und auch eine eigene Kultur. Wir sind nicht umsonst früher die Kellerkinder gewesen. Die lieber vor dem Fenster im Monitor gesessen haben, als vor dem offenen Fenster zur Natur. Aber das heißt, man sollte schon einen Patentanwalt aufsuchen, der auf dem technischen Gebiet firm ist, Erfahrung hat und auch mit dem Erfinder, das kann man selbst sein oder bei einem Unternehmen der Entwickler oder Angestellte, dessen Sprache spricht und mit dem auf einer Ebene, auf einer Augenhöhe die Erfindung so weit abstrahiert und konkretisiert, dass eine gute Patentanmeldung dabei rauskommt. Ja, das kann ich absolut unterschreiben. Also, da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist ein wichtiger Punkt. Das mit dem Weltpatent auch eine Sache, die ich immer wieder höre und immer wieder darüber aufklären darf. Was ich dann noch immer wieder habe oder was ich denke, dass das größte Missverständnis ist, eigentlich ist, dass es ein Erlaubnisrecht ist. Manche Leute denken, es wäre ein Erlaubnisrecht. Sie dürften die patentierte Erfindung dann auch selber herstellen, wenn sie ein Patent hätten, was ja so nicht ist, sondern es gibt einem nur das Verbietungsrecht, das anderen zu verbieten. Und was ich auch sehr spannend fand, gerade das noch, was Sie zur KI gesagt haben, das ist sehr spannende Sache. Und da Sie haben es ja auch jetzt schon in dem Gespräch angesprochen, teilweise,
wie sich das unterscheidet, die Arbeit als Patentanwalt im Bereich der Software- und AI-Patente im Vergleich zu anderen Patentbereichen, dass sich das Feld, glaube ich, auch immer wieder weiterentwickelt und ja, dass man da noch ein paar andere Sonderdinge zu berücksichtigen hat einfach. Das stimmt. Wir haben, wie schon gesagt, zum einen in vielen Patentanmeldungen und Erteilungsverfahren und auch in Vorgesprächen mit Erfindern und Anmeldern das Technizitätsproblem. Also haben wir überhaupt einen technischen Gegenstand, für den der Patentschutz zugänglich ist? Die Geschäftsmethoden haben wir besprochen. Taucht auch in keinem anderen Feld auf oder nur sehr selten. Wir haben auch öfter Sachen, die eben der Nichtpatentierbarkeit unterliegen. Und das ist bei Patenten im Maschinenbaubereich zum Beispiel überhaupt ein seltenes Problem. Denn im Maschinenbau sind alle Anlagen oder Zahnräder oder Schrauben oder Planetengetriebe oder was auch immer der Maschinenbauer da gerade hat, sind per Definition, dadurch, dass es aus dem Maschinenbau kommt, technisch. Und das heißt, die haben eigentlich hauptsächlich Fragestellungen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit. Und was wir auch als Besonderheit haben, dadurch, dass wir sehr häufig ja die Patentierung auf computerimplementierte Verfahren stützen, also weniger auf den handelsüblichen Computer, auf dem das Verfahren implementiert ist, sind auch unsere Erfindungen selten dem Gebrauchsmusterschutz zugänglich, denn im Gebrauchsmuster gibt es ja keine Verfahren. Stimmt, ja. Wir haben es eben auch schon mal so ein bisschen angerissen, dass, oder ich habe es, glaube ich, zumindest mal gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass sich sehr, sehr viel tut noch in dieser Software- und AI-Patentlandschaft. Wie sehen Sie denn das? Das stimmt. Wenn wir uns die Statistiken ansehen über die letzten Jahre, seit 2018 nimmt das rapide zu. Es gibt immer mehr Anmeldungen, dadurch gibt es immer mehr Stand der Technik, dadurch wird es für die eigene Anmeldung immer schwieriger. Auf der anderen Seite rüsten die Ämter aber auch auf. Es gibt mehr Prüfer in diesem Gebiet. Es gibt dann auch bessere Prüfer, das heißt Prüfer, die auch selber das im Studium gelernt haben, also die wirklich auch die Grundlagen mitbringen. Es gibt Prüfer aus der Industrie, die das selber aus der Erfahrung mitbringen. Auf der anderen Seite werden wir auch sicherlich etwas Bewegung sehen in der Rechtsprechung, denn in die Rechtsprechung, an der wir uns auch orientieren, wenn wir Erteilungsverfahren argumentieren, im europäischen Patentverfahren gibt es Rechtsprechung und danach kann man sich ganz gut richten. In den Richtlinien des Deutschen Patent- und Markenamtes, die letzten März aktualisiert wurden, zuletzt steht immer noch freundlicherweise drin, dass es für den Bereich der künstlichen Intelligenz bisher keine gesonderte Rechtsprechung gibt und man sich deswegen auf die allgemeinen Grundsätze der computerimplementierten Erfindungen zurückbezieht. Also da wird sich aber auch sicherlich noch einiges tun. Und das ist das eine. Und zum anderen ist es aber auch auf der politischen Seite in Bewegung. Es gibt die Grundsatzrichtlinien für künstliche Intelligenz ganz allgemein in der Politik. Es wird auch an verschiedenen Projekten gearbeitet, sodass zum Beispiel die Gebrauchsmuster auch Verfahrensschutz erhalten können sollen, was insbesondere deswegen spannend wäre, weil gerade im Bereich der Softwareentwicklung die Produktzyklen sehr viel kürzer sind als im Maschinenbau. Eine Schraube ändert sich nicht über die Jahre, aber die Softwarezyklen sind halt mit 3, 5, 6, 7 Jahre relativ kurz. Das heißt, für diese Erfindungen in dem technischen Bereich wird der Patentschutz für 20 Jahre meistens gar nicht ausgeschöpft oder gebraucht. Und da wäre dann ein Gebrauchsmuster schon sehr spannend. Und genauso gibt es Bestrebungen, das durchzusetzen, dass die Informatik an sich als datentechnische Strukturwissenschaft generell als technisch definiert werden soll. Ob das erfolgreich ist oder wie sich das auswirkt, ist natürlich noch ein bisschen dahingestellt. Und wahrscheinlich sind auch in Zukunft weiterhin ansteigende Zahlen von Anmeldungen in dem Bereich zu erwarten. Mit Sicherheit. Ja, okay. Ja, spannend. Jetzt haben wir da schon mal einen ganz guten Überblick darüber, was gerade so los ist in dem Gebiet und was es ja auch zukünftig noch zu erwarten gibt. Was ist denn Ihrer Meinung nach oder was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Herausforderungen, vor denen Unternehmen in dem Bereich stehen? Für die Unternehmen, glaube ich, ist es an zwei Fronten wichtig, die Augen offen zu halten. Das eine ist
die Patentverletzung. Das heißt, wenn ich etwas einsetze, wenn ich eine KI benutze, um zum Beispiel eine Industrieanlage zu steuern, da muss ich mich aber auch vergewissern, und da gibt es ja in Deutschland eine Unternehmersorgfaltspflicht, dass ich damit kein Patent verletze. Das heißt, man muss selber recherchieren, ob man mit einem Produkt, das man einsetzt, eine Patentverletzung begeht. Das ist, wenn man ein Produkt erwirbt oder kauft, im Regelfall nicht so kritisch. Aber wenn der hauseigene Anwendungsprogrammierer mal was zusammenschreibt, dann kann es schon passieren, dass man da durchaus ein Patent verletzt. Also das ist eine Front, die man jetzt immer mehr im Auge halten muss, weil eben auch mehr Anmeldungen und mehr Patente in dem Bereich existieren. Ja. Und die zweite Seite ist natürlich die eigene Patentierung, also das eigene Patentportfolio aufzubauen. Und da gilt es, glaube ich, bei den Unternehmen nach wie vor, und das hat sich in den letzten 15 Jahren nicht so von meinem Gefühl her massiv verbessert oder geändert. Man muss die Softwareentwickler, die eigenen Forscher und Programmierer vom Patentwesen nach wie vor überzeugen. Das heißt, man muss die Leute anhalten, man muss sie schulen, man muss denen beibringen, wie funktionieren Patente, wie sieht das im Softwarekontext aus und was mache ich oder was kann man für die eigene Unternehmensgewinn alles schützen. Weitere Problematiken für die sind natürlich dann auch Open Source Themen. Das heißt, man kann nicht einfach wild Open Source einsetzen, wie man möchte, und dann Patente erlangen. Und das Letzte sind, dass auch fremdsprachige Patente immer mehr zunehmen, insbesondere in Sprachen, die nicht in lateinischen Buchstaben formuliert sind, also kyrillisch und auch asiatische Sprachen. Und die gelten natürlich trotzdem auch als Stand der Technik. Und da muss man auch die Augen offen halten. Genau, das ist mir auch gerade noch in den Kopf gekommen, sozusagen, als Gedanke gekommen, dass ja in den letzten Jahren gerade die Anzahl der chinesischen Anmeldungen jetzt mal allgemein gesehen bei Patenten sehr, sehr stark angestiegen sind, auch durch Vorgaben der Regierung. Wahrscheinlich ist der Anstieg von Software- und AI-Lösungen auch dort genauso zu spüren. Also der geht ja dann genauso hoch wie, ich sag mal, die Anmeldungen im Maschinenbau, würde ich jetzt mal vermuten, oder? Davon ist auszugehen. Ja, gerade die chinesischen und auch koreanischen Anmeldungen im Bereich der Software sind, glaube ich, schon, muss man beobachten, weil da gibt es immer mehr und es werden viel mehr, weil die halt auch mit wenig finanziellem und organisatorischen Forschungsaufwand zu erstellen sind. Also man kann als Einzelperson eine computerimplementierte Erfindung machen. Man muss nicht Experimente machen, man muss nicht Material kaufen. Ja, stimmt, das ist nochmal ein ganz spannender Punkt, ja. Sie hatten es gerade eben schon angesprochen, Open Source-Lösungen und auch offene Standards, die ja auch so ein bisschen dazugehören. Welche Rolle spielen die bei der Patentierung von Software- und AI-Lösungen? Können Sie da nochmal ganz kurz drauf eingehen? Ja, also zum einen spielen die eine Rolle bei der sogenannten Theorie, also bei dem Trockenen. Das heißt, Patente sollten idealerweise losgelöst von konkreten Produkten formuliert werden. Ich schreibe also in die Patentanmeldung nicht rein, dass man einen Apache-Webserver verwendet, um irgendwas zu machen, sondern das ist dann allgemein ein Auslieferungsprogramm für Webseiten, Daten oder so. Und damit habe ich gar nicht so das Problem, dass ich, wenn ich Open Source verwende, die in ihrer Lizenz ein Patentierungsverbot hat, in irgendwelche Probleme komme. Weil das ist nämlich das Problem. Es gibt bei den Open Source Lizenzen einige, die quasi schreiben, wenn ich dieses Produkt verwende und verbessere, muss ich das Ergebnis, das Resultat der Verbesserung wieder der Public Domain im gleichen Lizenzmodell zuführen. Und das heißt, wenn ich eine Bibliothek verwende und mit dieser Bibliothek eine Erfindung mache, wäre ich eigentlich gehalten, das zurückzuspielen. Das ist bei den eigenen Patenten nicht so schlimm, wenn man eben, weil die Erfindung ja im Regelfall auch auf andere ähnliche strukturierte Bibliotheken oder Programmteile transferierbar ist. Das Problem manifestiert sich nur dann in relativ massivem Maßstab, wenn ich ein geschütztes Produkt durch ein Patent geschütztes Produkt verkaufen möchte. Also wenn ich
eine App programmiert habe, die jetzt ein technisches Problem löst. Zum Beispiel greift die auf den NFC-Laser des Telefons zu und damit kann ich jetzt irgendwie eine Zugangsberechtigung lösen. Das ist erstmal vom Grund heraus, vom Gefühl her technisch. Wenn ich aber in diesem Produkt jetzt Open-Source-Bibliotheken verwende, die eine dieser schädlichen Lizenzen mit sich führen, dann kann es sein, dass ich mein Patent verliere. Und das ist natürlich irgendwie ein Worst Case, weil dann ist plötzlich die eigene Entwicklungsleistung für jeden frei nachprogrammierbar. Und das, da muss man darauf achten. Jetzt noch ganz zum Schluss. Was sind denn Ihre Tipps? Was raten Sie Unternehmen in Bezug auf Patentieren von Software und AI-Produkten? Was würden Sie denen gerne noch mitgeben? Wie können die zum Beispiel vorgehen? Ja, das könnte jetzt nochmal so lange dauern wie das Gespräch bisher, aber ich versuche es mal kurz zu halten. Ich Ja. glaube, die wichtigste Empfehlung, und das hat auch gar nichts mit mir zu tun, sondern die wichtigste Empfehlung ist, die Entwicklungsabteilungen und alle Informatiker und alle Programmierer und alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, in dem eigenen Unternehmen schulen. Schulen dahingehend, dass es die Patente gibt und auch für den eigenen technischen Bereich und wie sowas aussieht. Und einen Prozess ins Unternehmen einführen, dass man irgendwie wöchentlich, monatlich, vierteljährlich da nachfasst, das aktualisiert, das Wissen frisch hält, dass man wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich Schulungen macht und dass man mit denen im Prozess zusammenarbeitet und sagt, wo habt ihr was erfunden? Welche technischen Probleme habt ihr gelöst? Auf welche seid ihr überhaupt gestoßen? Dass man da mit den Leuten zusammenarbeitet, mit den jeweiligen Abteilungen und so das eigene Patentportfolio, das eigene Know-how auch dokumentieren und aufbauen kann. Das Zweite ist dann auch gezielt forschen und schützen. Also, dass man nicht nur an den Produkten selbst arbeitet, so wie bisher, sondern dass man auch gezielt den Leuten Zeit oder Motivation oder Aufträge gibt, neue Produkte zu finden und dann auch zu erfinden. Also, dass man irgendwie den Leuten die Motivation gibt, über den eigenen aktuellen Produkttellerrand hinaus zu gucken. Der dritte Tipp ist natürlich, den richtigen Patentanwalt suchen. Und wie das haben wir vorher besprochen, es hilft mir gar nichts, wenn ich einen promovierten Biologen habe, der zwar mal Molekülketten programmiert hat oder eine genetische Datenbank bedienen kann, aber wenn er selbst noch nie Software entwickelt hat, dann wird er sich in der Regel, es hat sehr viel Erfahrung gesammelt, da schwer tun. Das muss man einfach berücksichtigen. Super, vielen Dank für diese Tipps und ich bin da ganz bei Ihnen. Gerade beim ersten Punkt, die Schulung, das ist ja so mein Herzensthema und gehe da gerne auch in die Unternehmen rein und versuche da Motivation für Patentthemen herzustellen, versuche das auch so ein bisschen aus dieser trockenen Ecke rauszuholen. Viele Leute denken ja, das ist so ein trockenes Jurathema und ja, versuche die Leute dafür zu begeistern und ja, denen auf unterhaltsame Art und Weise Patente und Patentwissen näher zu bringen. Und ja, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Interview, weil ich fand, da waren so, so viele wertvolle Informationen drin und es ist so wichtig, dass man mal über dieses Thema spricht, gerade um diesen Mythos mal aufzulösen, dass Software gar nicht patentierbar sei. Das stimmt halt einfach nicht. Und jetzt haben wir hier noch mal ein bisschen Input dazu zu bekommen und da freue ich mich wirklich sehr darüber, dass wir heute das Gespräch geführt haben. Also vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Und trotzdem haben wir natürlich jetzt nur an der Oberfläche gekratzt. Und man darf die Klar. ganzen Aussagen, die wir hier getroffen haben, nicht aus dem Kontext nehmen. Es ist immer der Einzelfall zu betrachten und die Umstände zu berücksichtigen. Und man kann keine Pauschalaussagen treffen. Also Rechtsberatung kann natürlich nicht ersetzt werden durch ein Interview. Da hat er absolut recht. Dieser Podcast und das Interview stellt natürlich keine Rechtsberatung dar. Ich hoffe, dass das Gespräch dir gefallen hat und du einiges für dich mitnehmen konntest. Und wenn du auch im Bereich Software und künstliche Intelligenz unterwegs bist und du Unterstützung brauchst, dann steht der Herr Lederer gerne zur Verfügung. Seine Kontaktdetails findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit.